Hallo, ich bin Nadine und in diesem Video werde ich euch exemplarisch vorstellen, wie Think Fluid Dynamics mittels CFD-Simulationen die Analyse eines gerührten Reaktors durchführen kann. Unter CFD, aus dem englischen Begriff Computational Fluid Dynamics, versteht man eine Anzahl von Techniken, die dafür verwendet werden, strömungsmechanische Probleme mittels numerischer Prozeduren zu lösen. Unser Beispielreaktor besteht aus zwei gerührten Becken mit jeweils 80 Kubikmeter Volumen. In der schematischen Draufsicht sieht man sowohl Einlauf und Auslauf und die zentrale Positionierung und Drehrichtung der Rührwerke. Als Rührelemente sind axiale Impellerrührer mit einem Durchmesser von 2 Meter und einer Drehzahl von 20 Umdrehungen pro Minute gewählt. Der Durchfluss durch die Becken beträgt 350 Kubikmeter pro Stunde. Durch den simulierten Betrieb der Rührer stellt sich eine Leistungsdichte von ca. 5 Watt pro Kubikmeter ein. Die Darstellung der Resultate wird im CFD-Jargon Post-Processing genannt. Wir sehen jetzt die Strömungsgeschwindigkeiten auf zwei Schnittebenen. Eine vertikale durch die beiden Wellenachsen und eine horizontale, die 10 cm über dem Boden liegt. Mittels transienter Simulationen können die zeitlichen Schwankungen der Geschwindigkeiten analysiert werden. Die Darstellung von Strömungslinien im Becken zeigt den stationären Verlauf von Fluidelementen. Das heißt, sie geben uns einen Eindruck des Strömungsverlaufs und den Geschwindigkeitsbetrag im gesamten Becken. Die Auswertung des Lösungssatzes einer Simulation ermöglicht auch die statistische Analyse von strömungsmechanischen Größen. Hier sehen wir die statistische Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit über dem gesamten Beckenvolumen. Dadurch wissen wir in diesem Beispiel, dass im Großteil des Beckens Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 15 und 40 cm pro Sekunde erzeugt werden. Jetzt wird die Homogenisierung von Belebtschlamm und Feststoffpartikeln analysiert. Im gesamten Becken zeigt sich gutes Homogenisierungsverhalten. Trotzdem wird durch leicht erhöhte Konzentrationen in den Ecken am Boden eine Tendenz für kleinere Ablagerungen festgestellt. Diese können aber als nicht signifikant beurteilt werden. Auch die statistische Auswertung der Konzentrationen im gesamten Becken zeigt eine sehr gute Durchmischung der Trockensubstanz mit einer Standardabweichung von unter 5%. Um das hydraulische Verhalten des Reaktors analysieren zu können, stehen mehrere Techniken zur Verfügung. Eine davon wird mit Mean Age oder interner Verweilzeit bezeichnet. Es wird das durchschnittliche Alter der Fluidelemente ab Einlauf an jeder Stelle im Becken dargestellt. Diese Technik ist sehr nützlich, um Kurzschlüsse oder Todzonen identifizieren zu können. Die Theorie besagt, dass in einem idealen, voll durchmischten Becken das Mean Age im gesamten Becken gleich bzw. möglichst ähnlich sein soll. Außerdem sind zwei voneinander getrennte Mischzonen zu erkennen. Die Animation von Fluidpartikeln verschafft uns einen tieferen Einblick in die Dynamik und die Muster der gesamten Strömung. Injiziert man zum Beispiel Partikeln oder einen inerten Tracer am Einlauf, kann man eine Analyse der Verweilzeitverteilung durchführen. Aus der Auswertung der Verteilungsdichtefunktion und der Verweilzeitsummenfunktion kann man weitere Schlüsse über das Strömungsverhalten im Reaktor ziehen. Der Vergleich der berechneten Funktionen mit den Funktionen in einem idealen volldurchmischten Reaktor zeigt eine gute Übereinstimmung und somit kann ein nahezu ideales Mischverhalten festgestellt werden. Insgesamt betrachtet zeigt der gerührte Reaktor in Bezug auf die Durchmischung, Suspension von Partikeln und Verweilzeit ein exzellentes Verhalten. Numerische Strömungssimulationen ermöglichen uns eine vollständige Analyse und Auswertung von gerührten Becken. Es ist schnell, zuverlässig und kosteneffizient. Ist das Modell einmal erstellt, kann man schnell weitere Betriebszustände simulieren und Fragen beantworten wie: Wie verhält der Reaktor sich bei niedrigerem Leistungseintrag? Steigt die Ablagerungsgefahr mit zunehmendem Feststoffgehalt? Was passiert bei höheren Durchflussmengen? Und viele weitere Fragen. Think Fluid Dynamics – Ihr Partner für Design, Analyse und Optimierung hydraulischer Anlagen.